Leute, fangt an, langfristig zu denken. Ich sehe es immer im Sommer, wenn die Leute das Fitnessstudio meiden, weil das Wetter schöner wird, weil es heiß draußen ist, weil alle ins Schwimmbad rennen wollen und sich zu schade sind, mal 30, 45 Minuten am Tag vormittags ein Training reinzuknallen. Dazu kann ich nur eine Sache sagen, Leute, auch im Körper ist es scheißegal, ob ihr Bock habt, ob ihr das Verlangen habt, ins Schwimmbad zu gehen, um euch abzukühlen. Das könnt ihr auch alles machen, aber versucht einfach kontinuierlich dran zu bleiben. Ihr müsst im Sommer nicht jeden Tag ins Gym rennen, aber versucht nicht im Winter euch abzurackern und im Sommer dann euch auf eurem Erfolg auszuruhen. Wenn ich eine Sache gelernt habe, dann ist es, wenn ihr erfolgreich sein oder werden wollt, in körperlicher oder in jeglicher anderer Richtung, muss man ab und zu mal auch auf Dinge verzichten, den schweren Weg gehen und einfach ein bisschen mehr machen, als der Otto-Normalverbraucher machen würde. Das heißt, einfach morgens ein bisschen früher aufstehen, ins Training gehen, anstatt auszuschlafen. Das, worauf ihr jetzt verzichtet, kommt doppelt und dreifach irgendwann zurück. Euch rennt keine Shisha-Bar davon, euch rennt kein Baggersee-Aufenthalt davon. Das sind alles Dinge, die könnt ihr irgendwann noch alles machen. Aber versucht, eure Ziele nicht aus den Augen zu verlieren. Bleibt dran, denkt langfristig, denkt nicht immer nur kurzfristig. Und in diesem Sinne, Leute, ich werde jetzt mein Training starten und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem Vlog. Bestes Gefühl auf der Welt einfach. Wenn du morgens dich dazu entscheidest, nicht liegen zu bleiben, 2 Stunden länger zu pennen, sondern ins Gym zu fahren oder zu laufen in meinem Fall und dir den Arsch aufzureißen. So Leute, zurück vom Training und wir befinden uns jetzt wieder auf meiner High-Definition-Kamera. Der Grund, warum ich in der letzten Zeit wenig Videos produziert habe, liegt daran, dass ich sehr, sehr viel zu tun hatte, abseits von YouTube. Und ich jedes Mal mich so ein bisschen vom Vloggen gedrückt habe, weil ich keinen Bock hatte, die fette Kamera überall mit hinzuschleppen. Deswegen dachte ich, heute nehme ich euch einfach mit dem Handy mit. Was soll's? Ich meine, ihr schaut mich ja nicht nur, weil die Qualität on point ist, sondern einfach auch, um mein Leben mit zu verfolgen, einen Mehrwert aus den Videos zu ziehen. Und ich denke, das Beste ist, wenn man da einfach auch ein bisschen ab und zu mal auf die Qualität scheißt und das Handy zur Hand nimmt, was man sowieso den ganzen Tag mit sich führt. Auf jeden Fall, ich habe heute Morgen nicht gefrühstückt, weil ich gerne morgens auf nüchternen Magen trainiere. Ich trinke einfach einen Kaffee und dann geht es auch schon ab ins Training. Damit habe ich kein Problem, meinen Hunger damit so ein bisschen zu hemmen. Aber nach dem Training bin ich asozial hungrig. Und das Erste, was ich mache, um mich einfach wieder so ein bisschen fit zu machen, ist hier meine tägliche Dosis an Recovery Aminos. Die trinke ich ganz gerne nach dem Training, um mich wieder so ein bisschen wach zu kicken. Hier sind vegane BCAAs drin, Glutamin, Orangenfruchtpulver und dazu hier meine Dosis an Kreatin. Mmh. Alter Leute, das ist so unglaublich erfrischend. Das schmeckt wie Fanta, nur ist es im Prinzip alles andere als Fanta. Also falls ihr Bock habt, checkt es auf jeden Fall mal ab. Mit meinem Gutscheincode könnt ihr wie immer Rabattcode. Alter, ich bin seit 50 Jahren YouTuber und krieg's immer noch nicht hin, Rabattcode anstatt Gutscheincode zu sagen. Rabattcode unten in der Ecke, einfach abchecken. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr 15% auf Foodspring-Produkte sparen. Und ich werde mir das jetzt hier mal einverleiben. Mmh.
Boah. Seid ihr auch so jemand, der anstatt hier zu trinken, das ganze Ding in den Mund nimmt? Mm. So, meine lieben Süßen, jetzt gibt's für mich Frühstück. Und Thema Frühstück will ich auch euch eine Kleinigkeit sagen. Ich bin kein Freund von diesen Begriffen Frühstück, Mittagessen, Abendessen. Das, was du lernst schon als Kind, dass du ein Frühstück brauchst, um ordentlich Energie für den Tag zu haben, das ist auch irgendwie totaler Quatsch, weil du brauchst eine gewisse Menge an Kalorien am Tag, um Energie zu haben. Wenn ich jetzt beispielsweise abends oder nachts einen Haufen an Kalorien reinjage, dann brauche ich kein Frühstück, um Energie zu haben. Ich habe die Energie noch vom Vortag und kann wunderbar trainieren gehen. Das ist alles nur Kopfsache. Auf jeden Fall, ich werde mir jetzt hier mein Frühstück einverleiben. Hier haben wir zwei Instagram-reife Frühstücksideen. Und zwar hier ein Eiweißbrot, zwei Eiweißbrote mit Lachs und Gürkchen. Und hier haben wir, man erkennt es nicht, aber das ist Sojajoghurt von Alpro, ein paar Haferflocken, ein paar Nüsschen, eine goldene Kiwi. Ich liebe goldene Kiwis. Und das ist mein Frühstück, meine Lieben. Ich werde es mir jetzt schmecken lassen und dann geht's los mit Hustle, 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 Hustle. Leute, ich merke schon, das wird so ein kleiner Full Day of Eating, aber ich habe einfach Bock, euch mein Essen zu zeigen. Ich bin den ganzen Tag hier an diesem Schreibtisch am Hustlen. Hier läuft die Waschmaschine, ne? Hausmann ist da. Und mich hat gerade wieder so ein kleines Hungergefühl bekommen. Deswegen gibt es bei mir jetzt hier so einen kleinen Couscous-Salat und dazu so eine Karottenmischung. Das sind gelbe und normale Karotten. Und hier Kabeljaufilet, 250 Gramm. So, jetzt nochmal, meine Lieben, wir schauen uns das Essen mal an. Und was sehen wir? Wir sehen ein sehr volumen- und kalorienarmes Essen. Also für diese Riesenmasse hier hat das Ganze auf jeden Fall mega wenig Kalorien. Ja, was ich euch für einen Tipp mitgeben kann, wenn ihr diätet, versucht Lebensmittel mit viel Volumen zu essen. Sprich viel Gemüse, viel Eiweiß, weniger Kohlenhydrate. Und wenn ihr Kohlenhydrate esst, dann Kartoffeln oder sowas. Die haben sehr, sehr viel Wasser und wenig Kalorien. Das hier würde ich dann eher vermeiden in der Diät. Das ist hier ein Couscous-Salat. Das ist eine. Also ich bin nicht so begabt, dass ich einen Couscous-Salat einfach so auf die Schnelle zauber. Das ist ein Fertiggericht vom Aldi, genau. Und gerade zu den Zeiten, wo ich hier mega aktiv bin zu Hause, viel am Arbeiten bin, gucke ich halt einfach, dass ich mir Sachen koche, die schnell zuzubereiten sind. Der Salat war schon fertig und diese beiden Geschichten hier haben gerade mal 10 Minuten vor sich hingeköchelt und dann habt ihr auch schon eine wunderbare Mahlzeit. 0, 6, 1, 3, 4, 1, 1, 9, 9, 6, 6. Hallo, hier ist die Sprachbox von 06. Dein Ernst? 1, 3, 4, 1. Sind die schon insolvent oder? 9, 6, 6. Bitte sprechen Sie nach dem. Soll ich jetzt auf Anrufbeantworter sprechen, um Pizza zu bestellen? Lan. Leute, ihr müsst immer nach Möglichkeiten und Gründen suchen, euch zu bewegen. Und wenn das halt die Tatsache ist, dass man sich eine Pizza bestellen möchte, dann ist es halt so. Ne? Schließlich wollen wir ja auch Masse aufbauen, also ich zumindest. Und dementsprechend schaue ich dann halt einfach, dass ich meine erste und zweite Mahlzeit clean decke. Mein Gemüse, meine Vitamine, Spurenelemente reinbekomme, meine Proteine reinbekomme. Und bis jetzt, wie ihr gesehen habt, war ja mein Tag ganz clean. Und jetzt wird auch mal eine Kleinigkeit gegönnt. Dankeschön. Ciao. Oh, shit, ich kam zu meiner Pizza und ich habe sogar noch ein paar richtige Blockbuster-Shots für euch angefangen. Ich durfte sogar in die Küche reingehen, um den Ofen zu filmen. Das ist alles machbar, wenn man nur lieb fragt. Und ich würde sagen, ich lasse mir jetzt gleich daheim schmecken. Ich glaube, den Satz habe ich heute schon 50 Mal gesagt, aber ist halt so in der Art Full Day of Eating. Geht es halt nun mal um Essen, um euch zu zeigen, was ich so den ganzen Tag esse, und zwar realistisch. Deswegen, tada, komm zu Daddy. Es gibt wenige Sachen auf der Welt, die so geil sind.
Vor allem bin ich normalerweise auch so ein Mensch, so ein Stück Pizza auf einmal in den Mund reinrollt. Aber ich will jetzt ja mal nicht übertreiben. Ich weiß, das war gerade ein bisschen widerlich, aber drauf geschissen. Mich würde messerscharf interessieren, wer von euch da draußen die Kruste bei der Pizza weglässt und wer sie mit isst. Also ich bin jemand, der sie definitiv mit isst. Leute, was geht ab? Einen wunderschönen guten Tag. Wir haben offensichtlich einen neuen Tag und ich habe heute trainingsfrei. Solche Tage soll es auch geben. An den Tagen versuche ich einfach trotzdem, weil ich ja größtenteils von zu Hause aus arbeite, irgendwie ein bisschen aktiv zu werden, und deswegen nutze ich gerade das tolle Wetter, um hier einfach so ein bisschen spazieren gehen. Schaut euch mal diese schöne Kulisse hier an. Das hier ist das Kurhaus von Wiesbaden. Und hier ist so ein wunderschöner Park, hier chillen hinten auf der Wiese tausende Menschen. Und ich bin einfach nur unterwegs, um ein paar Schritte voll zu machen. Denn ich versuche jeden Tag 10.000 Schritte zu machen. Und wenn ich das nicht schaffe, dann gehe ich nicht ins Bett. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich empfehle immer allen Leuten, habt ihr auch immer so Schweiß an der Oberlippe? Lässt sich nicht vermeiden. Ich empfehle immer allen Leuten, die abnehmen wollen, macht einfach mal, bevor ihr überhaupt eure Ernährung oder irgendwas anschaut, macht mal wirklich 10.000 Schritte jeden Tag. Ne? Seid einfach mal ein bisschen aktiver, kontrolliert eure Ernährung, und der nächste Step ist dann ins Fitnessstudio zu rennen oder sich irgendeinen Crosstrainer zu Hause zu kaufen. Im Grunde könnt ihr schon mal einiges reißen, indem ihr einfach mehr Schritte macht und einfach ein bisschen aktiver seid, denn vor allem bei so einem Wetter, Alter, es gibt nichts Geileres, als rauszugehen und ein paar Schritte zu machen. Und vielleicht werde ich auch nächste Woche das erste Mal dieses Jahr ins Schwimmbad gehen. Momentan sieht es zeitlich einfach ein bisschen eng aus. Und mich würde jetzt mal brennend interessieren, wer von euch ist dieses Jahr schon im Schwimmbad gewesen. Es gibt ja auch viele Menschen, so wie ich jetzt beispielsweise, die aus welchen Gründen auch immer das Schwimmbad meiden. Ich weiß nicht, ich bin da irgendwie so ein bisschen scheu, ich weiß auch nicht. Ich hasse es immer, wenn ich ins Schwimmbad reingehe und ich einfach 50.000 Menschen sehe, die mich anschauen. Das ist irgendwie voll in meinem Kopf verankert, keine Ahnung. Deswegen meide ich das immer so ein bisschen. Aber bei dem Wetter habe ich einfach übertrieben Bock, mich einfach mal ein bisschen abzukühlen. Vielleicht auch mit Schwimmen ein bisschen mal wieder anzufangen. Einfach mal als kleiner Ausgleich, nicht immer nur stumpf zu pumpen, sondern mal ein bisschen auch zu schwimmen. Und bevor ich euch jetzt hier noch ewig Langeweile mit meinem Gelaber, verabschiede ich mich an der Stelle. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank, dass ihr den Vlog bis zum Ende mitverfolgt habt. Ihr könnt mir sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben geben und ein Abo dalassen, falls ihr kein Video in Zukunft mehr verpassen wollt. Ich verabschiede mich, bis zum nächsten Mal.